redet. Der Talk mit Christian Becker. Hallo, ich bin Manga Jendrik. Nein, ich bin Jendrik. Ich habe dieses Jahr beim ESC mitgemacht für Deutschland mit meinem Song I Don't Feel Hate und habe nicht ein, nicht zwei, sondern ganze 3 Punkte mit nach Hause geholt. Ey, Schott. Und Manga Hendrik deswegen, weil die es jetzt vielleicht nicht auf YouTube sehen, gerade du hast total hellblaue Haare. Also, ich habe gestern in einer Spontanaktion Haare abrasiert beim Friseur und blau gefärbt. Das hat so ein bisschen was von Britney Spears damals, als sie so eine Radikalveränderung gemacht hat, oder? Ja, aber bei ihr war das in einer Aktion, bei ihr war das ja, als sie betrunken war, und wenn ich betrunken bin, gebe ich keine Interviews. Das ist der große Unterschied. Nee, bei mir war das sogar geplant, weil eigentlich war ja dieses Blonde, war ja auch eine Corona-Frisur, und dann kam dieser ESC dazwischen, sodass es dann, ja, wegen Markenzeichen, Musikvideo hatte ich ja auch die Frisur, und jetzt, wo Corona immer noch nicht vorbei ist, und aber der ESC vorbei ist, kann ich jetzt noch mal ein bisschen ins Extremere gehen. Und das ist das Extremere. Sehr gut. Hast du gedacht, das ist der beste Zeitpunkt. Und das ist auch richtig so. Jendrik, wir haben ja eben schon gesagt, es wird heute überhaupt nicht um die Analyse dessen gehen, wie viele Punkte du gemacht hast und wo du gelandet bist. Das haben schon 80 Millionen andere Experten gemacht. Wir kümmern uns heute mal wie das Backstage abgelaufen ist. Weil das bekommen wir als Zuschauer vom TV ja gar nicht mit. Und das ist das, was mich so interessiert. Und bevor wir so richtig einsteigen, wenn du spontan an einen Moment am ESC denkst, welcher ist das und warum? Dann denke ich tatsächlich, jetzt spontan habe ich daran gedacht, im Green Room, nennen wir das nicht der Green Room, in dem Backstage-Bereich sitzend, vor dem riesigen Screen auf diesem Fettsitz sitzen und da die Show mitgucken. Aber dann kam Security vorbei und haben gesagt, ihr müsst mit den Fettsitzen weiter auseinander. Dann kam ja das ist jetzt so spontan. Das war jetzt ganz spontan. Das war jetzt nichts Besonderes. Das war jetzt, was ich spontan gedacht habe. Ja, und das ist ja das, was wir haben wollen. Wir wollen das mal so ein bisschen aufrollen, Jendrik. Ja. Und nimm uns doch gerne mal mit so von der Reise von Beginn an bis zum deinem finalen Auftritt und dann dem Weg nach Hause. An dem Moment, als du die Info bekommen hast, sei es vom NDR oder von jemand anderem, von der Agentur, vom Marketing, weiß nicht, wer das da macht, dass du es bist. Ich meine, ich muss wahrscheinlich jetzt nicht fragen, dass du dich gefreut hast und überrascht warst, aber welche Gedanken schießen einem da zuerst durch den Kopf? Vorfreude, Angst, Sorge, Panik? Naja, dadurch, dass er mein Ziel war, beim ESC mitzumachen, war das schon einfach nur Freude, beziehungsweise... Also ich habe erstmal nicht geglaubt, weil die haben mich ja hier überrascht vor der Haustür, Thomas Schreiber und Alexandra Wolfstarst. Die wollten mich ja filmen, meine Surprise, aber in dem gleichen Moment wollte ich einkaufen gehen für eine Sellerieschaumsuppe und die Kamera war noch nicht da und deswegen haben sie dann schnell ein Selfie-Video gemacht und es mir gesagt, wollten eigentlich meine Reaktion filmen, aber Thomas Schreiber ist kein Kameramann, das heißt, nachdem er gesagt hat, du fährst zum ESC, hat er das Video ausgemacht, sodass die Reaktion jetzt auch nicht auf Video drauf ist. Aber ich habe mich sehr gefreut. Ich habe auch ein bisschen geweint, tatsächlich, weil ich einfach so viel Arbeit da reingesteckt hatte in dieses ganze Projekt. Das war ja alles self-made. Da war ja nichts. Da ist ja, wie du jetzt sagst, Agentur, Management, ist ja nichts dahinter. Ist ja nur ich. Hallo, ich mit meinen blauen Haaren. Und, und so bin ich dann... Soll ich jetzt so erzählen, wie es jetzt zum ESC ging oder was? Das machen wir dann gleich. Aber okay. Im Grundsatz ist es ja wie bei mir, diese ganze Podcast-Geschichte ist ja sehr handmade. Und ich glaube mir, in der gleichen Situation wahrscheinlich jetzt dann zu stecken oder mich einfühlen zu können, wie es dann dir ging, weil du arbeitest wahrscheinlich jahrelang oder monatelang, lange Zeit an diesem Projekt und dann auf einmal merkst du, jetzt geht das in die Realität, jetzt wird das Ding echt Wirklichkeit und das ist ja das, was einen dann wirklich auch stolz macht, ganz egal, wie es dann in der Zukunft dann weitergehen wird, aber du hast ja erstmal den ersten Schritt gemacht, aber noch einen Schritt davor, Jendrik, ist das denn so, dass man sich aktiv als Künstler bewerben kann? Jetzt haben wir ja in der Vergangenheit ganz häufig ganz unterschiedliche Formate gesehen, wie man quasi unseren Teilnehmer von Deutschland für den ESC ja findet, dann gab es da eine Castingshow, dann hat das nur der NDR bestimmt, dann war der NDR und ProSieben mit involviert. Wie war es denn jetzt bei dir? Bist du angeschrieben worden? Hast du Lust? Oder hast du dich beworben auf einer Plattform? Wie läuft denn sowas ab eigentlich? Naja, normalerweise, ich glaube, hauptsächlich ist es so, dass man sich irgendwie bewerben kann. Die letzten 2 Jahre war das so, dass man sich bewerben kann online mit einem E-Mail-Link, aber den konnte ich nicht finden.
Ich glaube, hauptsächlich ist es so, dass der NDR dann Leute von The Voice oder von DSDS anschreibt, ob sie sich bewerben möchten oder von Leuten, die schon die letzten Jahre sich beworben haben. Bei mir war das so, dass ich diese TikTok-Videos gemacht habe. Dass ich auf TikTok und Instagram gesagt habe, how to make a Musikvideo, um dich beim ESC zu bewerben. Und da mein Musikvideoprojekt gestartet habe, das ich ja mit diesen 18 kaputten Waschmaschinen und so. Und das ist letztendlich, wie ich da reingerutscht bin. Also nur wegen dieser Videos hat sich jemand gemeldet und gesagt, hey, ich habe eventuell Kontakt zum ESC, magst du mir das Lied schicken? Und dann bin ich da so reingerutscht durch diese TikTok-Videos. Es ist ja schon irre, wie manchmal sich so Verbindungen ergeben, oder? Naja, also Social Media Power, ey. Aber ja, also, ja, das war bei mir ganz unkonventionell. Deswegen frage mich immer bei Instagram Leute, hallo, ich möchte mich jetzt auch gerne bewerben, Jendrik, wie war es? Und ich so, ja, du, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich bewerben kann. Mach eine TikTok-Serie, wo du 18 kaputte Waschmaschinen holst. Dann kannst du dich beim ESC bewerben. Ich habe keine Ahnung, wie sonst. Man braucht halt auch ein bisschen Glück und man braucht halt genau den Richtigen, der es vielleicht zur richtigen Zeit Ja. sich auch anschaut, wahrscheinlich. Ne? Und dann gab es ja den, den Moment, wo es dann öffentlich wurde, wo dann bekannt war, dass du unser Vertreter oder der Teilnehmer für Deutschland bist, das erste Mal quasi in die Öffentlichkeit gerutscht. Was passiert da? Ich könnte mir da vorstellen, dein Handy, da stand auch überhaupt nicht mehr still. Du musst doch wahrscheinlich auch Stillschweigen bewahren, bevor es dann das erste Mal öffentlich war, oder? Ja, ich durfte es eigentlich nicht verraten, aber ich habe natürlich all meinen Freunden und meiner Familie Klar. verraten. Hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Die wussten alle Bescheid. Ja, genau, das war am 1. Dezember, habe ich Bescheid bekommen, tatsächlich schon. Und dann habe ich noch bis Februar, oder? Haben wir Stillschweigen bewahrt. Haben schon überlegt, wie macht man das? Wie kann man mich vorstellen? Wir hatten dann die Idee, dass man quasi erstmal mich vorstellt, bevor man den Song vorstellt. Einfach weil es bei mir ja genau das Gleiche war. Also bei diesem ganzen TikTok-Prozess war es ja auch erstmal ich, bevor man den Song kennengelernt hat. Ja, und dann durfte ich 2 Monate lang nichts sagen, aber war es eigentlich so schlimm, weil ich war happy. Also, ja. Aber ich kann mir doch vorstellen, dass, jetzt hast du ja gesagt, du hast es wahrscheinlich ein paar Freunden auch erzählt. Ich Ich glaube, ich habe es, würde das genauso machen, weil ich ich habe es den glaube. meisten erzählt. Das ist nicht schlimm. Das habe ich auch dem Ende nicht verraten, aber eigentlich wussten alle meine Freunde und meine Familie, wussten alle Bescheid. Guck mal, und die haben ja auch, was hat dich gehalten? Von da ist ja auch nichts passiert. Genau. Aber ich kann mir das vorstellen, dass das kribbelt in den Fingern, das muss raus, ne? Das kann man. Beziehungsweise, ich weiß ja nicht, ob sie dich gehalten haben. Vielleicht haben sie es ja auch Freunden erzählt und die dann aber auch so, kennst du das, diese Kettenreaktion, dass man immer sagt so, aber sag es niemandem weiter, ja? Genau. Aber sag es niemandem weiter. Und Dann wird wahrscheinlich es war das so, automatisch dass so weiter. eine größere Ja. Gruppe war, aber alle so meine, ja, ich sag's nicht weiter, ich sag's nicht weiter. Und dann sage ich niemandem weiter. Als es denn dann im Dezember für dich dann feststand, wie geht es denn dann quasi intern weiter, obwohl es noch nicht in der Öffentlichkeit ist? Also wird dann schon überlegt, okay, wir müssen jetzt proben, wir müssen das Bühnenbild inszenieren, wir müssen jetzt gucken, wie wir diesen ganzen Marketing-Krimskrams da machen, dass wir dich pushen, dass wir dich bekannt machen. Da kommt doch, ich glaube, das Leben verändert sich davon jetzt auf gleich, weil du doch extrem viele Termine auf einmal hast, oder? Ja, es ging gleich am nächsten Tag los tatsächlich. Am 2. Dezember bin ich schon zum NDR gefahren, da haben wir das erste Meeting, haben wir dann sowas abgesprochen wie, okay, Musikvideo, wie sieht das aus? Und dann gesagt, wir nehmen natürlich mein Selfmade-Musikvideo einfach. Das wollte ich auch, weil ich da so stolz drauf war, dieses Projekt da auf die Beine gestellt zu haben. Und dann, ja, so Sachen wie, dadurch, dass ja dieses Jahr dieses Backup-Video gedreht werden musste, mussten sowas wie Proben und Bühnenshow und sowas musste relativ schnell gehen, weil wir das irgendwie schon im März gedreht haben. Normalerweise hat man dann bis zum Mai Zeit, nee, bis zum April. Aber dadurch, das hat man 2 Monate weniger gehabt. Und das ging dann relativ zügig. Wir haben dann ein paar Tage später oder eine Woche, sp oh, Entschuldigung, später, hui, Bäuerchen, ein Meeting gehabt, wo wir dann verschiedene Teams kennengelernt haben, die sich beworben haben für dieses Projekt. Da haben wir dann das litauische Team ausgewählt, weil die einfach cool waren. Die anderen waren auch cool, aber die Litauer waren cooler. Und ja, und dann hat man sich zusammen eine Bühnenshow überlegt, wie man das machen kann. Wir hatten eine LED-Kreiererin, die dann ihre Ideen, dann haben wir zusammen entschieden, oh ja, das ist gut. Ich habe auch gesagt, oh, das finde ich eine coole Idee, das finde ich eine coole Idee. Und dann hatten wir einen Kameramann. Wir hatten dann einen Choreografen, der nochmal über die. Ich hatte ja für den Kölner Finalauftritt auch schon was überlegt, mir einen Auftritt, und den haben wir quasi übernommen. Und nur ein bisschen abgeändert von der Choreo. Und ja, das war dann letztendlich, so hat man sich das dann überlegt, was man da jetzt auf die Bühne packt.
Das heißt, du hast als Künstler schon ein gewisses Mitspracherecht, wie du quasi was umsetzen willst oder wie du dir was vorstellst. Ja, also am Anfang, ja, doch, ich konnte am Anfang schon viel mitentscheiden. Es war dann irgendwann so, dass dadurch, dass Jendrik immer wieder gerne Sachen ändern wollen würde, ist dann hieß, Jendrik ist jetzt zu spontan, das können wir nicht mehr ändern. Jendrik, chill mal deine Bass. Also, ja, aber letztendlich war es dann so eine Teamentscheidung. Ne? Wenn dann, also es war ganz häufig so, dass wir dann im Team so Sachen besprochen haben und wenn dann 5 Leute gesagt haben, nee, das finden wir geil, dann war man überstimmt und dann war es dann so. Okay, wir greifen ein bisschen vorweg, wir kommen gleich nochmal zu deinem eigentlichen Auftritt, aber hast du denn was geändert spontan auf der Bühne, was vorher nicht abgesprochen war? Nee, ich hätte es sehr gerne gemacht, aber da war dann wurde doch zu sehr gesagt, Jendrik, wir kriegen Stress von der EBU, wenn du jetzt irgendwas spontan endest. Also was hättest du denn geändert? Darfst du sagen oder willst du sagen? Ich hätte dann irgendwie entweder in der Radioansage was anders gesagt oder keine Ahnung mit. Ich weiß nicht. Es ist, irgendwann war es zu festgefahren. Irgendwann hat man sich nicht mehr getraut, irgendwas zu verändern. Dann. Ja, es war dann zu. Es war dann zu festgefahren. Es ist spannend, weil das halt wirklich ein riesiges Konstrukt ist. Und es ist halt, ich glaube, vor 10 Jahren wäre es noch möglich gewesen, da irgendwie spontan was zu machen beim ESC, aber das ist. Not the case. Also diese Spontanität, da fällt mir direkt Gildo Horn ein, als der über diese ganze Bühne geklettert ist und die Kameramänner überhaupt gar nicht wussten, wo der jetzt als nächstes hinspringen. Ne? Das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Nee, weil, geht so nicht, weil ja die Kameras sind ja durchstrukturiert. Also die Kameras sind ja punktuell sind die festgelegt. Das ist ja ein Programm. Das kann man nicht mehr ändern. Da kann man nicht, wenn ich jetzt spontan sage, ich springe jetzt von der Bühne und renne irgendwo hin, da laufen die Kameras trotzdem so durch, als wäre ich auf der Bühne. Da kann man nichts ändern. Also aber das, eigentlich ist das doch schade, doch, oder? Weil man doch als Künstler auch spontan, man, du, jetzt hatte ich das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder Live-Publikum in der Halle. Da will man auch mal rumhüpfen, da will man vielleicht auch mal irgendwie durch die Menge laufen, alle an der Bühne vorbei und man kann es nicht. Ne? Eigentlich ja. Aber da hat auch Alex zu mir gesagt, Jendrik, der Unterschied ist, das ist keine Live-Performance, das ist eine Fernsehshow. Ja, ich glaube, das fehlt so, dieser Live-Faktor, der hat so, ja, weiß ich nicht. Aber das stimmt, das kann man nicht machen. Man kann nicht spontan da irgendwie entscheiden. Es sei denn, man sagt jetzt, man hat die ganze Performance über nur eine Stand-on-Kamera, also eine Kamera mit echten Menschen. Dann kann man ja machen, was man will. Aber die ganzen Programmkameras, die sind alle fest. Dann kriegen die Techniker Burnout im Hintergrund wahrscheinlich. Dann geht es einem schon bald. Die hatten sowieso viel zu viel zu tun, weil es ja immer Änderungen, ich meine, das sind 39 Acts und jeder hat dann nämlich keine Änderungen, die sie machen möchten. Die hatten da so viel Stress. Die haben schon, als ich dann in den Proben habe ich immer die Radiosprechansage anders gesagt. Die haben die Krise bekommen. Die haben dann nach der zweiten Probe, haben sie Alexander geschrieben, jetzt muss sie so bleiben. Die muss so bleiben. Die darf nicht mehr geändert werden. Und das war dann dieser Druck, weißt du, dass man irgendwas spontan ändern wollte, das ging nicht. Also die haben da wirklich gesagt, nein, nein. Und dann was? Sehr schön. Jendrik, es geht dann einen Schritt weiter. Wir bewegen uns dann nach Holland rüber. Quasi eine Woche vor den Finalen, vor dem Halbfinale, vor dem großen Finale. Was passiert da genau? Also ich kann mir vorstellen, wenn du dann da ankommst mit deinem ganzen Trupp, den du da mit dir hinterher schleifst. Jetzt habt ihr ja die Besonderheit gehabt, ihr musstet ja ins Hotel, Quarantäne. Es war alles sehr, sehr strikt gehalten. Ihr wurdet ja getrennt. Ihr konntet ja nicht so gemeinschaftlich feiern, wie man das eigentlich in den Jahren zuvor kannte. Aber was passiert dann direkt vor Ort, wenn ihr ankommt? Geht es dann schon direkt weiter mit dem Programm? Habt ihr mal einen Tag mal durchzuschnaufen oder ist das total eng getaktet alles? Also dadurch, dass ja das zweite Halbfinale auch war, wo wir ja nicht dabei waren und also dadurch hatten wir auch freie Tage. Also ich glaube, immer dann, wenn man nicht auf der Bühne war, hatte man freie Tage. In unserem Fall war das zweite Halbfinale. Das heißt, wir hatten, glaube ich, Mittwoch, Donnerstag, und sogar auch Freitag frei, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Mittwoch und Donnerstag hatten wir frei, frei heißt, man hat dann Interviews, die man führt, so über Zoom oder so. Wie sah es aus? Wir sind angekommen und haben dann am ersten Tag erstmal nur einen Test, den Corona-Test gemacht, damit wir am nächsten Tag dann in die Arena gehen können, haben einen Test gemacht und sind dann ins Hotel. Und dann war es schon Abend, dann haben wir noch da ein Essen gehabt, so ein Begrüßungsessen und dann ging es auch schon. Ah, nee. Sind wir dann nochmal los?
Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist alles wie vorbei. So. Nee, ich glaube, dann sind wir ins Bett. Und am nächsten Tag ging es dann in die Arena. Da haben wir da eine Rundführung gehabt, wurde alles kennengelernt und dann ging es gleich los. Also wir sind angekommen und innerhalb von, wir sind angekommen, haben einen Test gemacht, sind rein und dann hatten wir, glaube ich, 10 Minuten Zeit, Kostüm anzuziehen. So, und es war so, okay, schnell Kostüm anziehen, dann mussten wir dann, das ist ganz spannend, das war richtig geil, wie sie da ganz strukturell das gemacht haben. Man ist, also jeder hat seine Garderobe nebeneinander, also man sieht zwar die Künstler trotzdem nicht, weil man ja die Privatsphäre, so eine Tür ist zu und so und die meisten sind jetzt nicht draußen unterwegs. Also ich habe mich halt nicht getraut, irgendwo anzuklopfen und zu sagen, hallo! und dann ging es halt, genau, es ging gleich los. Wir sind dann in einen anderen Raum, da haben wir dann das Mikrofon, die In-Ears und die Mikrofone bekommen. Dann sind wir in einen anderen Raum auf der anderen Seite, da haben wir dann einen Soundcheck gemacht, also vor Mikroständern, wo wir dann das Lied einfach nur durchgesungen haben mehrmals. Dann sind wir wieder rüber auf die andere Seite und haben da nochmal die In-Ears festgeklebt. Und da sind wir auf die Bühne und haben für eine halbe Stunde ganz getaktet. Da läuft eine Uhr runter, die 30 Minuten läuft eine Uhr runter, dass wir diese 30 Minuten jetzt auf der Bühne haben, wo wir Choreos stagen können. Dann hieß es, und dann haben wir gemerkt, oh Gott, der Boden ist viel zu rutschig, oh Gott, die Mädels werden alle ausrutschen. Das sind ja alles kleine Drama-Queens, meine Freunde. Die sind ja dann so, ich habe Stilettos an, ich werde hinfallen. Und so, das war dann erstmal berechtigt. Ich meine, es ist tatsächlich krass gefährlich mit Stilettos auf rutschigem Boden. Das ist berechtigt, aber es ist trotzdem immer süß, wie sie dann immer so. So, und dann haben wir erstmal, genau, und dann Mikrofone standen falsch. Die Mikrofone stehen falsch. Und dann musste man erstmal Mikrofone stellen und so. Und dann mussten wir alles richten. Und dann war die halbe Stunde auch schon vorbei. Da sind wir runter. Es war so. Ah, das war's jetzt. Das war die erste Probe. Ah, cool, okay, dann sind wir jetzt fertig. Und es war wirklich so ganz, ganz. Und dann war die erste Probe vorbei. Und wir waren so, ah, okay, cool, krass. Und dann sind wir in die Garderobe, haben uns wieder umgezogen. Und dadurch, dass wir alle mit einem gleichen Bus fahren müssen, die Delegation, wir haben nicht die Möglichkeit, getrennt zu fahren, beziehungsweise nochmal abgeholt zu werden, sind wir dann auch wieder in den Bus und sind wieder zurück ins Hotel. Das heißt, man hat dann auch nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie zu bleiben und den anderen zuzuschauen, andere kennenzulernen. Das fand ich am meisten schade, weil das ist für mich eigentlich der ESC gewesen, so dieses Kennenlernen, dieses Interagieren mit anderen Menschen, die Musik kennen, die Leute kennenlernen. Und das ist wirklich, wirklich dieses Jahr total ins Wasser gefallen. Also klar, beim ESC, dann hat man ein bisschen die Leute kennengelernt, zwischendurch ein bisschen, aber meistens war das eher oberflächlich, beziehungsweise dann via Instagram oder also via Messenger. So mit ein paar Leuten noch Kontakt, aber so richtig kennenlernen konnte man sie nicht. Und das ist ja eigentlich ja schade, weil man kennt das ja aus den auch vergangenen Jahren wieder, dass es dann auch solche Meetings, solche Treffen gibt, abends in irgendwelchen Botschaften oder Restaurants oder wo kleine Partys gefeiert wird, wo man sich mit den Künstlern austauscht, dass das ja quasi alles jetzt wegfällt. Aber ich habe mich eben gefragt, weil du gesagt hattest, dass ihr ja in diesen Kabinen waren, die ja abgeschlossen waren. Ich kenne das jetzt von Konzerten Backstage, dass ja oben die Decke ja quasi frei ist. Hat man sich da nicht gegenseitig mal über die Wände drüber gerufen oder mal sich vorgestellt, wer ist denn gerade neben mir, wenn da Schweden sitzt? Achso, das hat man ja, man hat ja gesehen draußen, wer neben einem ist. Man hat immer die Flaggen an den Türen dran. Also neben uns war, glaube ich, Spanien. Mhm. Die haben noch mal einsingen gehört, die Spanier. Also Blas hat sich immer eingesungen. Mit Blas habe ich auch noch, also habe ich auch noch geschrieben. Mit Spanien und wer war noch neben uns? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ist ja nicht so schlimm. Aber da wirft man sich dann irgendwie keine Zettel mal rüber oder so, wie in der Klasse, in der Schule? Nee, hätte ich vielleicht machen sollen. Wäre vielleicht süß gewesen. Ich weiß halt immer nicht, wenn man sie noch nicht kennt, weiß man nicht, wie man sie einschätzen soll. So, ja, das, mit dem, das stimmt. Dass man nicht irgendwie der nervige Deutsche ist, der dann sowieso nur im Finale ist, weil er einer der Big Five ist. Weißt du, da keine Ahnung, habe ich mich irgendwie nicht getraut, dann zu sagen, hallo! Aber ich glaube, dass das nicht der Fall wird, weil man mal so die Presse mal durchgelesen hat, gut, das weiß man nie, welche Partei die ergreifen, aber bist du ja relativ gut bei den Künstlern ja auch da vor Ort angekommen und relativ natürlich, so ein bisschen als aufgeweckter, vielleicht also ein bisschen aufgedrehter. Später hat man sie auch später, wenn es dann so Richtung Finalproben ging, also wo man dann, vielleicht ist es auch deswegen, dass ich so wenig kennengelernt habe, weil die halt schon ihre Halbfinale hatten und da schon geprobt haben. Und in diesen Proben war man halt häufig auf dem Haufen und hat halt dann während der Wartezeit warten können. Und im Finale konnten wir dann auch
habe ich auch kennengelernt. Und da habe ich auch echt einige kennengelernt und da sind echt viele. Da war das auch dann, wo ich mehr kennengelernt habe. Und das war cool, das war schön. Also es wäre halt schön gewesen, wenn das irgendwie 5 Tage vorher gewesen wäre, weil dann hätte man 5 Tage mehr mit den Leuten reden können. Klar, ging jetzt leider natürlich aus bekannten Gründen nicht. Aber Jendrik, was war denn das erste Gefühl, weil du sagtest, dass ihr, als ihr dann ankamt, auch in diese Arena reingegangen seid, die sieht ja dann ganz anders aus, als wenn die Show läuft, das ist klar. Aber was ist denn das erste Gefühl, wenn man diese Arena sieht, wo man dann ein paar Tage später vor Millionen, ich weiß gar nicht wie viel, 230 Millionen Zuschauer, dann da steht, registriert man das eigentlich oder ist das wie so ein Tunnelblick, dass man das irgendwie ausblendet? Dieser Moment, dass man realisiert hat, man wird vor diesen Menschen spielen, das war tatsächlich erst, als das erste Mal das Publikum auch da war. Also als diese 3500 Leute im Raum waren, das hat mich ja super geflasht, ey. Da war ich dann auch wieder super überdreht. Das war wie Drogen. Ich habe zwar noch nie Drogen genommen, aber so stelle ich mir Drogen vor, dass man da irgendwie, ja, dass man total auf Überdosis da auf der Bühne steht und diese Energie, die auf einen eintrifft, die hat man richtig gespürt. Das war schon ziemlich krass. Und ich glaube, das war auch diesmal noch ein bisschen stärker, weil es jetzt das erste Mal war, dass wieder Publikum an so einem Live-Konzert ja teilnehmen konnte. Ne? Es war nicht nur wir, die irgendwie Bock hatten, auf der Bühne zu stehen, sondern auch die 3500 Leute, die endlich wieder Bock gehen. Ja, die waren auch auf Entzug gewesen vorher, irgendwie, was Konzerte und so angeht und waren endlich da und haben all diese Energie rausgelassen. Das war geil. Das war schon ein krasser Moment. Hast du eben schon gesagt, du hast ja noch ein paar, noch zu gewissen Leuten noch Kontakten von anderen Ländern. Mit wem hast du noch Kontakt? Wer hat sich da so ein bisschen gefestigt? Mit John schreibe ich manchmal, jetzt auch gerade jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Ich schreibe mit Samia, aber das ist jetzt keine der Künstlerinnen. Ich schreibe mit Sanja manchmal von Hurricane, also jetzt nicht Samia, die Samia ist die Moderatorin, sondern Sanja. Dann hatte ich mit Natalia ein bisschen Kontakt. Ist in letzter Zeit auch immer wieder blass, habe ich mal geschrieben. Ich muss mal einmal los und mal die treffen. Das vielleicht wird ja wahrscheinlich bald wieder möglich sein. Vielleicht ne? mache ich das einfach mal. Ja. Aber jetzt zum Beispiel jetzt so Destiny, mit Destiny manchmal, aber jetzt auch, das sind eher so dann so flüchtige Sachen. Wie gesagt, nicht so viele, weil es irgendwie. Ja, nicht so. The Roop auch. Cool. Ich glaube sowieso, das ist ja gut, bei den meisten wird es jetzt pandemiebedingt nicht klappen, aber sowieso, das wird auch bei ganz vielen so eine Momentaufnahme sein, dass man an dem Tag oder der Woche was gemeinsam hat und dann fliegt man wieder in sein eigenes Land und dann ist einfach der Kontakt weg. Aber umso schöner ist es ja, wenn es vielleicht bei 2, 3 dann vielleicht über diesen ESC dann noch hinausgeht, als Kontakt zu haben. Ich habe Jendrik mir auch ein paar Videos bei YouTube angeschaut, jetzt nicht über dich, sondern es gab ganz spannenderweise ganz viele Leute, die schon natürlich mitgefilmt haben, als sie vor Ort in der Halle waren. Und da hat man dann auch mal gesehen, was quasi während diesen Einspielern passiert, nämlich dass dann schon die Bühne vorbereitet wird und dass die Künstler auf die Bühne kommen und dann kommt dieser Countdown runter, dass diese Hymne geht los oder dieses Intro, dann geht das Licht aus, es wird 1, 2 Sekunden lang dunkel und dann geht ja deine Show los. Was passiert in diesen 1, 2 Sekunden, wo es stockdunkel ist in der Halle wahrscheinlich, also stockdunkel ist ein bisschen übertrieben, aber wo es dunkel ist in der Halle und du weißt, okay, in 2 Sekunden beginnt der erste Takt. Warst du relaxed? Warst du völlig nervös? Was hast du da gemacht? Hast du ein Ritual? Ich war tatsächlich nie nervös. Vielleicht, weil es schon dann Routine war. Dadurch, dass das schon, ich meine, die haben ja quasi schon in Köln im Vorentscheidsfinale, wollten sie ja auch schon so simulieren, diesen Moment. Und haben es auch wirklich gut simuliert, indem sie auch eine Bühne hatten und dann dunkel wurde und dann haben sie diesen Ton eingespielt und haben auch diese Wartezeit gehabt. Das heißt, seit November habe ich diesen Moment schon dann beim Backup-Dreher auch immer wieder durchlebt. Deswegen, also irgendwie war es dann schon relativ Routine, das zu machen auf der Bühne. Ich habe nur gedacht, okay, ich muss die erste Kamera schnell finden. Okay. Gab es denn irgendwelche Pannen, die wir als Zuschauer gar nicht gemerkt haben? Ja, da sind 1000 Pannen. 1000 Pannen. Sag uns eine. Auf der Bühne weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß, dass in den Backup-Videos oder in den Proben immer was schiefgelaufen ist. Immer. Ich glaube auch beim Auftritt war ich zum Beispiel mit mir nicht happy. Aber im Finalauftritt. Aber das war jetzt nicht, weil irgendwas schiefgelaufen ist, sondern irgendwie die Energie. Ich bin so ein Energiemensch. Das habe ich schon zu zweit immer so Energie, die Energie in dem Kahn. Nein, die Energie in mir selber war komisch, glaube ich irgendwie. Miriam ist einmal in der Probe voll auf die Fresse geflogen. Ist das die in der Hand drin war?
Nee, das ist Sophia. Nee, okay. Nee, das ist einer der Backing Girls, eine gute Okay. Freundin von mir. Das war sehr Okay. witzig. Also für sie nicht, aber sie hat ziemlich, da hat sie wirklich geblutet. Und ich meine, ja, sonst im Green Room, ne, sind immer so Sachen, die man eigentlich jetzt, eigentlich durften wir uns ja nicht irgendwie vermischen und so. Aber da hatten wir ein paar Momente, wo dann, wahrscheinlich weil wir alle angetrunken waren, uns dann doch, während irgendein Video war die ganze Halle dunkel und haben uns dann zusammengesetzt auf dem Boden und da saßen wir dann mit Ukraine, Norwegen, die Tänzerinnen von Zypern. Wir saßen da und haben einfach zusammen irgendwie, ja, einfach genossen. Zusammen, man hat sich so illegal gefühlt, dass man nebeneinander saß, aber es trotzdem so genossen, dass man irgendwie, keine Ahnung, gerade irgendwie mit der Schulter jemand anderes berührte. Das war so krass. Ja, weil man das schon seit 1,5 Jahren nicht mehr kennt, ne? Und dann Ja. sich auch vielleicht schlecht fühlt, wenn man sich dann in der größeren Gruppe dann auf einmal dann auf dem Boden wiederfindet. Ja. Und sobald das Licht einmal war, war man auch so, okay, zurück, 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 alle zurück, zurück, zurück. Aber ist ja gut, dass da drauf geachtet wurde. Jetzt ist alles vorbei, diese ganze Woche ist rum, der Flug nach Hause steht an. Wie war der Heimreiseweg? Hattest du Angst? Hattest du Sorge? Hast du dich gefreut? Ich habe nur dieses besoffene Interview, was ich an Bild in Sat.1 gegeben habe, zu 100% bereut. Zu 100%, ey. Wenn da jemand Zweitletzter wird und besoffen ist, dann sagt er natürlich sowas wie: Ich habe auch bessere Musik. Ich habe jetzt Follower bekommen. Und ich gucke mir dieses Video auf Instagram an und auf YouTube an und ich denke mir: Oh Gott, Jannik, halt dein Maul, ey. Was bist du für ein. Ich wirke da wie das arroganteste Arschloch überhaupt. Ich meine, im Moment habe ich es wahrscheinlich wirklich gesagt. Und ich sage tausendmal: Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Und man denkt sich so: Nee, nichts davon ist irgendwie gerade ganz ehrlich, Jannik, halt dein Mund. Also das ist wirklich, also mit Abstand, das, was ich am meisten bereue, dass ich dieses Interview danach gegeben habe. Also nicht das vom NDR, das war noch okay. Wahrscheinlich, weil der NDR da gut noch abschneiden konnte und sagen, die liebe Barbara konnte dann sagen, so, sorry, vorbei. Aber dann natürlich, wenn die Bild und die anderen Zeitschriften oder die anderen Nachrichten dann da sind, die wollen natürlich jeden Satz aufsaugen. Und ich höre nicht auf. Ich höre aber nicht auf. Ich höre aber weiter. Es ist ganz unangenehm. Das ist das. Ich glaube, das hat mich am meisten beschäftigt auf der Rückreise. Also der Kater, der war aber gar nicht so groß. Aber vor allem dieses Interview, ey, wo ich gedacht habe, toll, das hast du, das wäre nicht nötig gewesen, Jendrik. Aber haben dich dann nicht deine Marketing-Leute da irgendwie beraten oder gesagt, okay, oder auch die anderen Redakteure davon abgehalten, das Interview jetzt zu führen? Naja, also, dass das Interview stattfindet, das war irgendwie klar. Aber ich glaube, ich meine, Alex, es war ja auch Alexandras erste ESC und so. Und sie hatte auch schon einen Wein getrunken. Und wir waren alle happy, dass dieses ESC stattgefunden hat. Und wir waren einfach happy, dass ich war noch so geflasht von diesen ganzen Dingsens, dass wir uns darüber irgendwie keine Gedanken gemacht haben. Wahrscheinlich hätte, ja, wir haben da alle draus gelernt, ne? Absolut. Und Marketingleute, so ein Team von Leuten, gab es jetzt auch nicht. Also klar, es gab die Presseabteilung, die Ulrike, und die hat dann auch gesagt dann irgendwann, Jens, wir gehen jetzt. Also sie war dann wirklich tatsächlich, aber da habe ich dann schon alle cringigen War Sachen schon vorbei. rausgehauen. Ja. Dann könnte ich mir vorstellen, dass du doch erstmal eigentlich froh warst, dass du 2 Wochen in Quarantäne musstest, ohne rausgehen zu müssen, oder? Ja, also ich glaube, eine Woche hat ganz gut getan, die zweite war ein bisschen anstrengend, die erste Woche war, glaube ich, ganz gut, einfach auch selber um Abstand zu bekommen von dem ganzen Ding. Und ich habe mich tatsächlich auch nicht getraut, also auf YouTube oder auf die ganzen Medien, da habe ich mich nicht hingetraut, weil da habe ich Angst davor, dass dann irgendwie das zu sehr gebasht wird. Deswegen, also ja. Um auch ein bisschen mal ernster zu werden, weil das interessiert mich auch. Jetzt hast du natürlich auch eine Menge Shitstorm erfahren müssen über Social Media, über Instagram, über Twitter. Twitter zum Teil auch während des Auftrittes, Instagram dann häufig auch nochmal danach und Folge. Das wird ja alles kommentiert, was du gemacht hast und selbst vielleicht kommentiert hast. Wie geht man als junger Mensch mit so einem Druck um, den man vorher wahrscheinlich nicht hatte? Hast Na, du dir dadurch, Gedanken? ach so, sorry, Nee, alles gut. rede. Hast du dir Gedanken vorher gemacht für den Fall, dass das passiert, wie du damit umgehst? Wirst du vielleicht von jemandem noch beraten, wie du damit umgehen solltest? Oder findest du da einen eigenen Weg für dich, um damit umzugehen? Also,
Alles so ein bisschen. Dadurch, dass der Song ja schon vorher so krass polarisiert hat, hatte ich vorher schon diesen ganzen Shitstorm mitbekommen. Also die Deutschen lassen sich es ja nicht nehmen, beziehungsweise auch insgesamt. Also vorher gab es ja auch schon Leute, die gesagt haben, geiles Lied, aber auch ganz viele, die gesagt haben, scheiß Lied. So, das war schon Standard. Das war schon gewohnt. Und dann natürlich war das für die gesagt haben, scheiß Lied, hat es nur in die Karten gespielt, dass ich dann nur 3 Punkte bekommen habe. Und waren so, yeah, wir hatten recht, lass ihn jetzt richtig crashen. So, also das war jetzt zu erwarten. Das war jetzt nicht, dass ich irgendwie dachte, scheiße, das muss ich dann irgendwie. Also damit konnte ich, das war okay. Das Schöne an Twitter ist, dass Twitter ja immer das mit sarkastischem Humor nimmt, auch wenn er auf meine Kosten geht. Ich kann ja auch über mich lachen. Es ist nicht so, als könnte ich nicht über mich lachen und deswegen, sowas kann ich lesen. Ja, wie gesagt, so Kommentare, wenn es dann Richtung, boah, das ist der unsympathischste, arroganteste Künstler, der das nur für Follower gemacht hat, der wollte ja gar nicht gewinnen. Das sind dann Kommentare, wo ich denke, die treffen, weil sie halt nicht wahr. Also das ist halt nicht so, wie ich mich selber sehe, beziehungsweise ja, auch, also das ist dann, wo ich dann, ja, wahrscheinlich, vielleicht war ich ein bisschen arrogant, vielleicht muss ich das lernen. Wobei das war halt wirklich, also eigentlich nur das besoffene Interview. Und in dem Moment habe ich mich wirklich gefreut über die Follower. Ist das mega cringy? Das ist mega cringy. Aber es war in dem Fall, war das leider so. Und ich sag mal so, warum auch nicht? Warum sollte man sich da auch nicht drüber freuen? Aber wir haben, ja. Du hast ja, und das finde ich jetzt gerade spannend, weil wir jetzt dich als Person haben, die wo du das gut sagen kannst. Wir haben auf der einen Seite diese Social-Media-Sache, wo ganz schnell Bewertungen eingetippt werden können, meistens auch anonym oder mit einem anderen, einer anderen Identifikationsfigur, also ein Pseudonym quasi. Und auf der anderen Seite aber auch die Leute auf der Straße. Und du wirst ja wahrscheinlich auch Reaktionen von Leuten auf der Straße bekommen. Und jetzt würde mich interessieren, gab es da auch negative oder Reaktionen oder nur positive? Also sprich, trauen sich die Leute auch face-to-face, dir vielleicht was Kritisches ins Gesicht zu sagen, oder hast du da meistens nur positive Sachen erlebt? Ich muss einmal ganz vorweg sagen, dass bei Instagram auch tatsächlich die meisten positiv sind, die mich direkt anschreiben oder die kommentieren. Und wenn sie was Negatives kommentieren oder und wenn ich dann antworte, dann nehmen sie es auch ganz schnell zurück. Es ist wirklich spannend, wenn sie wirklich, also jetzt, ich hätte vor kurzem jemanden, der mich angeschrieben hatte, der gesagt hat, boah, Jendrik, du bist zum Fremdschämen, du hast Deutschland blamiert, richtig scheiße, richtig scheiße, richtig scheiße. Dann habe ich gesagt, hey, sorry, aber hey, siehst mal so, niemand ist gestorben, jetzt kannst du besser werden. Und er so, ja, tut mir leid, dass ich meinen Ärger nicht rausgelassen habe. Du bist ja ganz nett, tut mir leid. Und hat sich dann gleich entschuldigt und es war dann gleich vorbei. Und es war dann so, oh, okay, oh, das war ja simpel. Das war cool. Wenn man nicht so, also vielleicht erwarten sie, dass man irgendwie zurückhatet oder so, aber das, keine Ahnung, das sagt man Lied ja aus, das mache ich nicht. Deswegen, ja, also wenn man da direkten Kontakt hat, dann waren die Leute auch nicht so. Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich war bis jetzt 2-mal draußen. Ich bin ja erst seit vorgestern wieder aus der Quarantine entlassen. Bis jetzt habe ich nur, also wenn ich jemand erkannt hat, dann waren es eigentlich positive Reaktionen. Sehr schön. Jendrik, letzte Frage zum Schluss. Was hast denn du einen Ratschlag für alle zukünftigen Teilnehmer, die jetzt für Deutschland in den nächsten Jahren antreten werden? Lasst den Druck nicht zu sehr an euch ran. Also habe ich auch nicht gemacht, aber es ist irgendwie immer Druck da. Das ist ein schwerer Rat, weil den Rat kann man nicht irgendwie umsetzen, weil der Druck immer da sein wird. Das ist, ich bin mal gespannt, weil jetzt der möchte jetzt auch den vollen Entscheidungsprozess ein bisschen ändern, glaube ich, habe ich jetzt mitbekommen. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr Angestellter, aber ich kann mal anrufen und fragen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Plan. Mhm. Und was wäre mein Tipp? Ja, macht so oder so, habt genug Selbstbewusstsein, dass ihr diesen Druck nicht an euch ranlassen könnt. Das ist, glaube ich, wichtig. Weil ich gehe aus diesem Projekt mit vielen positiven Erfahrungen raus und vor allem habe ich wirklich meinen Traum erfüllt. Ich war beim ESC und ich lasse mir das auch nicht kaputt machen. Und das kann ich mir aber auch nur nicht kaputt machen, weil ich dieses Selbstbewusstsein habe, dass ich sagen kann, ey, geil, ich habe es geschafft so. Klar, der Song hat nur 3 Punkte geholt, aber das heißt ja für mich einfach nur, ey, da muss ich wohl bessere Musik schreiben. So, das ist jetzt nichts, wo ich mein Leben lang jetzt mich fremdschämen muss. Außerdem, der I Don't Feel Hate hat mich dahin gebracht, wo ich hin wollte. Und ja, ich werde auch immer stolz auf dieses Lied sein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man diesen Selbstbewusstsein hat, dass man hinter seinem Song steht, dass man aber auch hinter sich selber steht und sich nicht durch irgendwelche Kommentare, die dann kommen, wenn es sowas ist wie, ja,
ich habe es vorher gesehen, der ist sowieso schlecht. Der ist jetzt für immer, das ist jetzt für die Person, wird wieder ablosen oder so, dass man dann sagt, nee, weißt du was, ich mache trotzdem mein Ding und ich werde, ja, es klingt egoistisch, jetzt würden wieder Bild und so sagen, wow, egoistisch, aber ich mach es für euch, macht es nicht für Deutschland, weil da könnt ihr nie alle glücklich machen. Wenn ihr beim ESC mitmacht, dann macht es für euch. Genau, und das ist gerade der Punkt, Jendrik, den ich mir gerade gefragt habe, als du sagtest, naja, da muss ich wohl bessere Lieder schreiben. Ich glaube das ja tatsächlich nicht, weil Musik ist ja immer subjektiv. Das heißt, du wirst nie alle so zufriedenstellen, dass jeder deine Musik mag. Und du hast ja auch, dadurch, dass du Punkte bekommen hast, ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass Leute auch das Lied ja auch toll fanden. Also von daher ist für mich stellt sich eigentlich gar nicht die Frage, dass man bessere Musik macht. Ich habe so eine Schraube in der Hand. Ich weiß auch nicht, wie ich werfe hier mit so einer Schraube rum. Tatsächlich weiß ich, dass die Schraube, die ich locker habe. Tatsächlich weiß ich jetzt für mich, was ich an der Musik hätte anders machen müssen. Oder beziehungsweise was am Staging oder so anders hätte sein müssen. Das ist nur, weißt du, wo ich dann sagen kann, ich kann für mich, für mein Verständnis bessere Musik schreiben oder möchte es versuchen, weil ich weiß, was jetzt da. Nicht so das war, wo ich sage, das ist jetzt gut? Nee, keine Ahnung. Aber ich weiß, es ist total objektiv, aber es sind immer so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, Technik, Schnellsprechtext oder was auch immer. Oder weißt du, ich glaube, für mich bessere Musik schreiben. Ich glaube, es hat nichts, ich will halt wirklich nicht irgendwie das Lied schlecht reden, weil ich finde es auch, ich höre es auch gerne. Ich weiß, dass da Leute das auch sehr gerne hören, aber ich habe auch jetzt Bock, das mal zu erkundschaften, was man noch so machen kann. Jendrik, doch letzte Frage. Ja. Wenn du im NDR-Ausschuss sitzen würdest, welchen Künstler würdest du dann persönlich mal hinschicken zum ESC? Sei es Bekannter oder auch vielleicht ein Newcomer? Welchen Künstler würde ich mal hinschicken? Ach, ich würde es gerne mal in vier Jahren nochmal probieren, aber ich glaube, ich würde niemanden mehr hinschicken wollen. Nach diesen Interviews, nach diesem Debakel. Aber mal sehen. Nee, tatsächlich, Oxa kann ich mir ganz gut vorstellen. Die ist irre von The Voice of Germany, ne? Die hat ja eine mega Stimme. Ja. Die kann ich mir ganz geil vorstellen. Ich hatte ja immer gesagt bei den Pressekonferenzen, dass ich auch sehr gerne mal Sophia hätte sehen wollen, also meinen Mittelfinger, weil sie ist tatsächlich auch eigentlich eine Bombenstimme. Die ist eigentlich ein Star im Musical-Business und spielt da immer Hauptrollen und sowas, weil sie einfach so eine geile Stimme hat. Ich gedacht habe, eigentlich müsste man mal für sie so einen Jazz-Song schreiben. Das habe ich immer gesagt, das finde ich immer ganz witzig, aber ich glaube, sie will nicht. Ich glaube, da gibt es so viele Künstler draußen, die da gut hinpassen würden. Ich glaube, was ich jetzt gemerkt habe, dass der ESC mehr Mainstream jetzt Musik wird, als er war. Und das ist... Also es müsste, glaube ich, wenn man jetzt irgendwie versucht, wirklich irgendwie einen guten Platz zu erreichen, müsste das Richtung Mainstream-Musik gehen. Aber also quasi eine Helene Fischer. Helene Fischer wird da nie hingehen, das kann ich schon mal sagen. Echt? Natürlich. Guckt euch an, wer wurde jetzt gebasht im Internet? Ich. Eine Helene Fischer, von der wird doch erwartet, dass sie Erste wird. Und wenn sie nicht Erste wird, dann ist das für mit jemand, der schon so einen Ruf hat, und ist das marketingtechnisch, glaube ich, richtig, richtig schlecht. Aber meinst du nicht, dass die es doch extrem einfach hat? Die ist doch in Europa mega bekannt, auch in den ganzen Ostblockländern. Ja, Flo Rida war auch mega bekannt. Ja, okay, da hast du auch recht. Ja, das stimmt. Wobei er hatte ja nur, ich glaube, 20 Sekunden in dem Lied von San Marino. Also wenn sie wirklich Bock drauf hat, dann gerne. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einer der Gründe ist, warum sie es nicht macht, ist einfach, weil in Deutschland oder ja, weil so häufig dann die ESC-Künstler danach erstmal fallen gelassen werden. Das ist wahrscheinlich ein Punkt, der spricht dagegen, da hast du recht. Jendrik, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und dass du so ein bisschen uns mitgenommen hast, Backstage des ESC, wie das Ganze abläuft. Da hängt ja doch mehr dran, als man sich vielleicht ausmalen kann, wenn man vielleicht ein paar Stunden nur mal vor dem Fernseher sitzt und sich die Show anschaut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dir alles Gute und Grüße, wo immer du auch gerade bist. In Hamburg. Grüße zurück. Super. Danke, dass ich da sein konnte. Beredet. Der Talk mit Christian Becker.